In Brenkhausen bei Höxter gibt es ein altes Kloster, der Sitz des Oberhaupts der koptisch-orthodoxen Christen. Die koptische Kirche gehört zu den ältesten der Welt. Das Kloster wird schon seit einigen Jahren renoviert und viele Gläubige kommen aus der ganzen Welt, um dabei zu helfen. Auch die Töchter des Bischofs dieser Kirche und das schon seit über 10 Jahren. Gottesdienst im Kloster mit Bischof Anwar Damian. Sherry und Maria Gerges sind die Nichten des ägyptischen Geistlichen. Ihre Teilnahme hier ist für beide Frauen aber nicht nur deshalb Pflicht. Religion für mich ist Gott, der mir alles gegeben hat, der uns immer so unterstützt. Gott ist eigentlich alles. Das ist ein Teil meines Lebens. Ja. Ohne Religion kann ich mein Leben gar nicht vorstellen. Ja, es gehört einfach dazu. Während die Heilige Messe noch läuft, bereiten die Informatikstudentinnen das gemeinsame Frühstück für alle Gläubigen vor. Die Schwestern sind Stammgäste im Männerkloster. Hier ist die einzige Möglichkeit, all ihre ägyptischen Freunde zu treffen. Ohne sie könnten wir gar kein Arabisch mehr reden, weil wir kennen keine andere. Ich möchte sie auch unsere Muttersprache sprechen und deshalb sind wir auch hier ganz glücklich, wenn wir zusammen sind, so alle zusammen. Ja. Noch ein weiteres kurzes Gebet, dann wird gefrühstückt. Ursprünglich stammen Maria und Sherry aus Ägypten. Vor 10 Jahren verließen sie die Millionenstadt Kairo, zogen mit ihrer Familie in eine komplett neue Welt, in die ostwestfälische Idylle. Ja, es war ein Schock. Ja, also wir haben mitten in Kairo gewohnt und auf einmal waren wir in Morgenkreis. Also ich fand es ganz schön, aber ganz unter anders eigentlich. Ja, und dann, wir sind am 2. Oktober nach Deutschland gekommen und schon am Ende des Monats waren wir dann auch in der Schule. Ja, wir konnten kein Deutsch überhaupt nicht, gar kein Wort. Ja, und wir saßen da. Seitdem ist das Kloster in Brenkhausen ein Fixpunkt in Sherry und Marias junger Welt. Die Mithilfe bei der Renovierung der ehemaligen Ruine ist eine Selbstverständlichkeit. Das Kloster ist für uns eigentlich wie ein Zuhause. Und es ist gut, wenn man alles mit Hand macht, also selber das Haus für sich machen kann. Ja, und deswegen macht es mir Freude, sowas zu machen. Vor allem mitzuhelfen, das Kloster größer werden zu lassen. Das Gebäude wurde vor 16 Jahren von Bischof Damian für eine D-Mark erworben. Die Klosterrenovierung wäre ohne den Einsatz junger Leute aus der ganzen Welt nicht möglich. Zudem erfüllen die internationalen Helfer einen weiteren wichtigen Zweck. Es macht uns Spaß und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, wir sind wie Botschafter und können etwas von der Kultur der koptischen Kirche mitnehmen und nach Hause weiter verkünden. Ein altes Kloster für junge Menschen. Auch deshalb ist für Maria, Sherry und ihre Freundin Ostwestfalen zur neuen Heimat geworden. Wenn ich jetzt irgendwo in Berlin bin oder so, dann habe ich auch schnell Heimweh. Also nicht nach Ägypten, sondern nach Warburg-Borgenkreich, also diese ganze Gegend ist jetzt mein Zuhause geworden. Es gibt